Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu meiner ersten Teestunde. Wir werden sehen, ob sich das hier als neues Format etabliert. Ich dachte, es wäre vielleicht ganz nett. Ich habe hier einen grünen Tee. Nimm dir gern ein Getränk deiner Wahl. Ein Tee, ein Kaffee, ein Kakao. Vielleicht je nachdem, zu welcher Tageszeit du dieses Video gerade schaust. Und schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was du jetzt trinkst, während ich dir von meinem Leben erzähle. Ich dachte, in der Teestunde kann ich alles erzählen, was sonst nirgendwo reinpasst. Von A bis Z, was gerade in meinem Leben los ist, was mich gerade so beschäftigt. Durch ganz viele bunte, verschiedene Themen durch. Und bin natürlich sehr gespannt, wie ihr das Ganze findet, ob ihr das mögt, ob wir das beibehalten wollen. Und starte jetzt einfach mal. Prost! Heute, ihr seht das Video ein bisschen später, aber heute ist Montag, der 18. März. Und normalerweise weiß ich sonst nie, was wir für ein Datum haben. Heute schon, weil heute ein ganz besonderer Tag ist. Und ich habe schon schlecht geschlafen, weil ich so aufgeregt war. Und bin heute Morgen sofort mit dem Gedanken daran wach geworden. Wenn ich euch gleich erzähle, was ist, denkt ihr auch, ich bin ein bisschen bescheuert. Aber so bin ich. Herzlich willkommen in meinem Leben. Am 18. März erschien heute Morgen auf Netflix die allerletzte Episode von Young Royals plus Young Royals Documentary, also eine Dokumentation über Young Royals. Und ich bin so aufgeregt, das dann nachher gleich gucken zu können. Wir haben dann 3 Staffeln Young Royals durchlebt und es war so unfair. Letzte Woche Montag wurde quasi die 3. Staffel veröffentlicht, bis auf die letzte Folge, die eben erst heute rauskommt. Und der Cliffhanger der vorletzten Folge war so krass, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob es ein Happy End gibt. Wenn es kein Happy End gibt, fände ich das super schlimm. Aber ich habe keine Ahnung, wie die jetzt noch innerhalb einer Folge zu diesem Happy End kommen wollen. Ich weiß es nicht. Ich bin so, und ich werde so traurig sein, weil es dann vorbei ist. Für alle, die keine Ahnung haben, um was bei Young Royals geht. Da ist ein schwedischer Prinz, der schwul ist und sich verliebt in einen total normal Sterblichen. Und das ist natürlich sehr schwierig. Und es birgt natürlich extreme Herausforderungen. Nicht nur, dass der Kronprinz schwul ist, sondern eben auch diese extrem unterschiedlichen Lebensrealitäten. Ich liebe das. Und ich bin immer sehr traurig, wenn solche Sachen dann vorbei sind. Auch wenn ich Buchreihen lese und die dann vorbei sind. Oder eben so Serien, wo du weißt, es ist vorbei. Und da kommt nichts mehr. Und ich bin sehr aufgeregt, was passieren wird. Das ist also heute Montag, der 18. März. Wen meine Gedanken zu Young Royals interessieren, den empfehle ich sehr meinen Buchkanal. Der ist immer unten in der Infobox verlinkt. Dort mache ich immer monatlich einen Monatsrückblick. Und das heißt, im Monatsrückblick März werde ich auch ausführlich über Young Royals sprechen. Ohne zu spoilern. Ansonsten habe ich die letzte Woche damit verbracht, relativ spontan das Zimmer meines Kindes zu renovieren. Ehrlicherweise weiß ich nicht, wie es dazu gekommen ist. Es fing damit an, dass er sich nicht sehr wohl in seinem Zimmer gefühlt hat. Und ich dann gesagt habe, okay, dann krempeln wir das jetzt einmal, nach 4 Jahren ist das auch okay, nochmal komplett um und ich lasse ihn alles entscheiden. Wo was steht, was er für ein Bett möchte, was für einen Schrank, was für eine Wandfarbe, wie die Wandfarbe angebracht wird, ist alles in seiner Entscheidung. Und ich hätte mich niemals für die Farben entschieden oder für die Anbringung der Farben. Oder. Aber das muss ich auch nicht, weil es ist seins. Und er muss sich drin wohlfühlen und sieht toll aus. Es sieht fantastisch aus. Es sieht viel besser aus als vorher. Es ist wirklich, wirklich toll. Und hat sich quasi jetzt auch schon sehr transformiert zu so einem Jugendzimmer. Wird 11 im Sommer. Genau. Es fehlen jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber ich habe gesagt, das entsteht jetzt peu à peu. Wichtig war mir, das ist ja, die ganze Wohnung war ein reinstes Chaos. Eine ganze Woche lang und ich hasse das sehr, 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 sehr. Aber wenn man halt nur auf 75 Quadratmetern wohnt, wie wir das nun mal tun,
und ein Zimmer quasi nicht genutzt werden kann, ne? Dann hast du schon alles, was in diesem Zimmer stand, muss irgendwie in die anderen Zimmer. Jeder schläft plötzlich woanders und ja, und deswegen war ich sehr froh, dass ich es so schnell geschafft hatte. Ich hatte mir 2 Wochen gesetzt, weil ich es unbedingt vor Sveas Geburtstag fertig haben wollte. Jetzt habe ich es tatsächlich in der Hälfte der Zeit geschafft. Hätte ich auch gar nicht damit gerechnet, weil ich habe echt alles gemacht. Also ich habe es nochmal weiß streichen müssen, logischerweise. Dann die neue Farbe zweifarbig anbringen müssen in 2 unterschiedlichen Varianten. Das Bett ist rausgeflogen, der Kleiderschrank ist rausgeflogen, neuer Kleiderschrank rein, neues Bett rein, die Möbel komplett umgestellt. Also ja, und ich habe 80% davon alleine gemacht. Ich hatte Unterstützung natürlich beim Möbelrücken. Dann hatte ich gestern nochmal Unterstützung beim Bett zusammenbauen. Ich wollte mir eigentlich die Herausforderung stellen, ich habe noch nie ein Bett zusammengebaut, das alleine zu schaffen, aber es ging einfach nicht. Mit dem Halten und das hat einfach nicht funktioniert. Da musste ich dann leider doch mir eingestehen, dass ich da nochmal Hilfe brauchte. Und beim Abkleben. Das finde ich ist nämlich die dämlichste, beschissenste Aufgabe bei Renovierung, das Abkleben. Aber es ist auch die wichtigste. Deswegen habe ich mir da auch nochmal Unterstützung geholt, weil dann ist es nicht ganz so scheiße. Und dann habe ich das gemacht und es lief alles tatsächlich sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und noch wichtiger ist natürlich, dass mein Kind zufrieden mit dem Ergebnis ist. Und dann ist man wieder so in diesem zu allem, was ja sowieso schon ist und passiert. Deswegen war ja in meinem Alltag nicht weniger los. Also ich hatte weder Urlaub noch keine Ahnung was, kam das ja noch on top. Und meine Gedanken sind in solchen Momenten, die kreisen dann nur noch darum, welche Farben nehmen wir jetzt? Wo kommen die Farben hin? Wie stellen wir das jetzt? Was machen wir jetzt? Was muss ich noch mit ihm absprechen? Und so weiter und so fort. Ich bin froh, wirklich froh, dass ich das gestern Abend, Sonntagabend abgeschlossen habe, beendet habe, erstmal so weit fertig bin und jetzt kommen halt noch so Kleinigkeiten. Das ist aber jetzt kein Problem mehr. War ich wirklich froh, so mit diesem Start, neue Woche, frischer Start, dass das erledigt ist und dass ich das hinter mir habe und ich mich jetzt tatsächlich auch in dieser Geburtstagswoche komplett auf den Geburtstag, auf den achten Geburtstag fokussieren kann, weil wir haben komplettes Geburtstagswochenende. Genau. Ansonsten hatten wir auch extrem viele, weil ich gerade sagte, zu allem, was man ja eh schon hat, kam das on top. Haben wir gerade extrem viele Arzttermine auch nochmal. Also wir hatten vor ein paar Wochen einen Arzttermin, aus dem sich sieben neue Termine ergeben haben. Kein Thema. Hab ich super viel Zeit dafür. Nehme ich mir natürlich die Zeit, ne? Aber das ist auch, du hast die Zeit nicht. Realistisch gesehen hast du die Zeit nicht. Bei 5 Terminen ist es auch immer eine Stunde Fahrtweg hin, eine Stunde Fahrtweg zurück. Einen dieser 7 Termine hatten wir letzte Woche schon. Den zweiten haben wir diese Woche. Und man ist immer so zwiegespalten. Ein Termin ohne Befund ist eigentlich ein guter Termin. Auf der anderen Seite macht man das ja, um irgendwo mal einen Befund zu bekommen. Aber natürlich ist man immer froh, wenn es kein Befund ist. Aber versteht ihr, worauf ich hinaus will? Gerade wenn man in dir dieser Diagnostikphase ist, bist du froh, wenn du dann endlich mal was hast. Das ist es und das können wir jetzt machen. Und da sind wir einfach immer noch nicht angekommen. Aber kein Befund ist immer gut. Ich habe mir so einen kleinen Zettel gemacht, über was ich heute so reden kann. Und es zieht sich wie so ein Faden, ne? Mit diesem ganzen, hey, das kam alles gerade noch obendrauf auf alles, was ich sowieso schon habe. Ich habe eine stressbedingte Schuppenflechte. Da wisst ihr, wie es in meinem Kopf gerade geht. Also, das ist so, also wer das kennt, das sind, ich habe letztens so, wurde mir bei Instagram ausgespielt, wenn du Schuppen hast, dann beachte diese 3 Tipps und die gehen ganz schnell wieder weg, wo ich so dachte, das ist großer Bullshit. Also, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht differenzieren, wenn Leute normale Schuppen haben, kann es vielleicht funktionieren. Ging es halt darum, benutze ein mildes Shampoo, wechsle dein Kopfkissenbezug oft. Und es war noch irgendwas Drittes. Und ich dachte nur so, zu mich verarschen. Aber eine stressbedingte Schuppenflechte ist natürlich richtig großer Kackmist. Und
du kommst da nicht so richtig raus. Also, ne, was, also die, was sagen dir auch die Ärzte? Die geben dir Pflegemittel, die das besser machen sollen. Ich hatte eher das Gefühl, es hat es noch schlimmer gemacht, aber vielleicht muss es auch so sein. Und ansonsten, ja, weniger Stress. Und ich bin ja schon ein Mensch, das wisst ihr. Ich achte schon sehr darauf, ne? Ich meditiere jeden Tag, ich mache viel Yoga, ich achte darauf, so mein Nervensystem zu regulieren, ne? Ich bin schon jemand, der sehr darauf achtet, nicht so extrem in so eine Stressspirale zu geraten. Aber gerade wenn du dann weißt, welche Zeichen deines Körpers dir symbolisieren, dass du halt gerade im Stress drin steckst, ist natürlich noch doofer, ne? Weil, oh, das ist gerade alles sehr schlimm, also habe ich gerade sehr viel Stress, ich muss irgendwas dagegen tun. Stress, 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 ne? Und deswegen versuche ich gerade so ein bisschen zu lernen, damit zu sitzen. Eine Freundin hat das gesagt und es hört sich erstmal so an, was soll ich machen? Ich soll damit sitzen? Sitz doch mal mit dem Gedanken, dass du gerade viel Stress hast. Setz dich mal hin, 5 Minuten, in diesem Gefühl, ich habe gerade viel Stress. Und nicht gleich wieder, was kann ich dagegen tun, sondern einfach mal, ich habe gerade viel Stress, okay. Das einfach mal auch sickern lassen, annehmen, dass das gerade so ist, akzeptieren, dass das gerade so ist und nicht immer auch was dagegen tun wollen. Das ist ja auch diese Krux von dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsblase. Wir tun ja immer etwas, wir verbessern uns ja immer weiter und das ist ja auch scheiße. Wir sind ja schon gut genug. Ne? Und man soll nicht immer auch was tun. Also ich bin gestresst, also tue ich nämlich meditieren und Yoga und dieses und das und hier noch einen Ratgeber lesen und da Affirmationen sprechen. Ne? Ich tue immer weiter. Und da einfach mal in, das sind übrigens die Katzen, die sich streiten. Und da immer mal wieder in diesen Prozess zu gehen, damit zu sitzen, dass das gerade so ist und einfach auch diese Situation so anzunehmen und zu akzeptieren. Da hatte ich heute auch ein interessantes Gespräch mit einer Coaching-Klientin, dieses, wie wir uns im Alltag immer wieder ablenken. Durch Shopping, durch Scrolling, durch irgendwelche Seriensuchten. Und darüber mache ich auch noch mal ein Video, diese Kompensationsstrategien, die wir im Alltag haben. Und dass das einfach scheiße ist. Und dass wir aber so gefangen sind in diesem Mechanismus, dass das super schwer ist, wieder rauszukommen. Und es ist natürlich auch super bequem. Es ist natürlich super bequem, das so zu machen. Aber darüber habe ich mir schon vorgenommen, mache ich noch mal ein extra Video. Ansonsten scheint heute die Sonne. Aber es sind vielleicht plus 2 Grad. Und es geht mir gehörig auf den Keks. Also ich bin froh, dass die Sonne scheint. Weil gefühlt hat dieses Jahr die Sonne an vielleicht 5 Tagen bisher geschienen. Und ich brauche das so sehr. Also dieses, dass jetzt Frühling wird. Ne? Also schon, wenn ich früh aufwache und die Vögel zwitschern. Das tut mir schon wahnsinnig gut. Wenn jetzt auch noch die Sonne scheint, ist das so gut. Es ist noch kalt. Das ist noch so. Aber, und das ist halt auch das Problem dabei. Wir gestern Sonntag, was machen wir heute? Ah, Sonne scheint, wir machen eine Fahrradtour. Es waren vielleicht 8 Grad. Es war arschkalt. Aber die Sonne hat geschienen. Es war trotzdem schön. Aber so 15 Grad wäre noch schöner gewesen. Also ich bin bereit für Frühling. Also so bereit für Frühling war ich noch nie wie in diesem Jahr. Ehrlich. Also ich weiß, wir sind zu zeitig dran. Ich weiß, es ist. Das Kaltsein und so, das ist noch alles im Rahmen, ich weiß, aber wir, also, jetzt bin ich, wir können jetzt. Ich möchte meinen Balkon herrichten. Ich möchte pflanzen. Ich möchte in der Sonne sitzen. Ich möchte spazieren gehen. Ich möchte Fahrrad fahren. Und ich möchte nicht frieren dabei. Ich bin bereit. Es kann jetzt tatsächlich unbedingt losgehen. Weil mit super viel, was halt eben ansteht. Also diese Woche ist Geburtstagswoche. Bin ich erstmal auf Social Media drauf gekommen. Man kann ja auch eine ganze Geburtstagswoche haben. Na, eine sagte da, ich habe diese Woche Geburtstag. Heute startet meine Geburtstagswoche. Okay. Natürlich werden bei uns auch schon Tage gezählt, bis es Samstag endlich soweit ist. Und auch ich treffe natürlich seit Wochen Vorbereitung und auf diese Art und Weise haben wir es auch noch nie gemacht, wie wir es in diesem Jahr zelebrieren. Also am Geburtstag, den verbringen wir nur zu dritt und wir sind den ganzen Tag unterwegs und wir haben nur Sachen geplant, die das Kind toll findet. Und dann am Sonntag
kommen wir halt noch zusammen mit meiner Familie. Und dann, und ich bin gestern aus allen Wolken gefallen, ich hatte das mit den Ferien noch nicht so richtig auf dem Schirm. Und ich weiß, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Meine Kinder gehen nächste Woche nur noch Montag und Dienstag in die Schule und dann ist schon Zacken. Dann sind die schon zu Hause. So weit war ich noch nicht. Also wir haben dann schon wieder Ferien. Wir haben Ostern. Und Ferien. Und dann ist es schon Mitte April. Und dann kommt ja hier alles Männertag und Himmelfahrt. Also bei uns in der Familie steht noch richtig krass viel an die nächsten Wochen. Aber alles Sachen, auf die man sich freuen kann, ne? Aber die haben natürlich auch immer auch noch ein 30er Geburtstag, den habe ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, auch noch. Die aber natürlich immer noch was, wo du dir noch mehr Gedanken machen musst und organisieren musst und so. Aber ich versuche das immer von der Warte her zu sehen, dass das was Schönes ist, worauf man sich freuen kann. Und wo ja alles gerade so hier passiert und hier passiert und hier kommt noch mehr drauf, lasse ich ja aber auch gerade ganz viel los, ne? Also diesen Prozess habt ihr jetzt auch die letzten 2 Wochen gut mitbekommen. Von dem Punkt an, wo ich gesagt habe, ne, schon vor ein paar Monaten eher, ich habe noch keine Ahnung, wie das hier mit meinem Business weitergehen soll, bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich haue jetzt die Online-Kurse raus. Das funktioniert für mich gerade nicht mehr. Das fühlt sich nicht mehr stimmig an. Die sind immer noch toll. Ich bin immer noch so traurig, dass ich die quasi auslaufen lasse und die dann einfach nicht mehr da sind. Aber ich weiß auch, dass ich mich davon lösen muss, dass das so wie Finde dein Mama-Glück gerade besteht, dass das so nicht mehr funktionieren kann. Und deswegen haue ich ja gerade alle Online-Kurse raus zu 50, sogar 70% günstiger. Das findet ihr auch nochmal in der Infobox verlinkt, falls ihr euch das nicht entgehen lassen wollt. Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn die Kurse jetzt im März nochmal ganz viele Mamas glücklich machen können und die unterstützen können. Und dann ist ab 1. April ist da einfach nichts mehr da. Also dann gibt es keine Kurse mehr. Ich habe meine Webseite gekündigt. Ich habe die gelöscht. Das war auch nochmal so eine krasse Geschichte. Aber ich habe auch was Tolles gehört in einem Podcast, den ich euch gleich auch noch empfehle. Du musst erst was sterben lassen, bevor da was Neues entstehen kann. Beziehungsweise, das hört sich immer so dramatisch an, schrieb jemand, die Formulierung finde ich schöner, ich schicke das einfach in Rente. Also das Business, was ich hatte, das schicke ich jetzt in Rente und dann kann ein neues kommen. Und ich weiß nicht, ob ich in ein Angestelltenverhältnis gehe, ich weiß nicht, ob ich da was Neues entstehen lasse, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das hier bestehen bleibt, die Frage hatte ich letztens in einem Kommentar, YouTube bleibt bestehen. Das macht mir gerade wahnsinnig viel Spaß, das mache ich weiter, aber davon kann ich nicht leben. Das sehen wir alle an den Zahlen, das mache ich einfach nur, weil es mir Spaß macht und ich das einfach so vom Ausdruck her sehr, sehr mag. Ich weiß es nicht. Und es ist krass. Du weißt, ab 1. April, da ist einfach nichts mehr und du weißt nicht, was danach passiert. Also ich beschäftige mich so ein bisschen mit der Option, was quasi ein Fernlehrgang, ein Fernstudium, irgendwas. Ich würde gerne noch mal was Richtiges machen. Das kriege ich aber mit meinem Alltag als Alleinerziehende tatsächlich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Und deswegen überlege ich noch mal was in Richtung Fernstudium. Ich kann euch noch nicht sagen, was, weil ich es nicht weiß. Das ist gerade nur so eine Option, die in meinem Kopf ist. Aber genau das ist jetzt der Prozess. Ich lasse jetzt alles sterben. Ich schicke alles in Rente. Ne? Die Online-Kurse ab 1. April gibt es die einfach nicht mehr. Nie wieder. Die Website, da ist einfach nichts. Und dann gucken wir mal. Ich vertraue tatsächlich auf den Prozess. Hätte ich vor ein paar Monaten, glaube ich, noch nicht. Es ist total krass. Und wenn andere das immer gesagt haben, habe ich gesagt, ihr spinnt doch. Nee, ist tatsächlich so. Ich finde es alles, das macht mir Angst und ich finde es traurig. Aber es ist okay. Weil sich's richtig anfühlt. Auch wenn man von Verstandsebene sagt, ja warum, ist doch bescheuert und lasst. Nee, es fühlt sich einfach richtig an, das genau auf diese Art und Weise gerade zu machen. Und ich musste auch erst reinwachsen, dass ich das jetzt so machen kann. Und dass ich in dieses schwarze Loch stolpere, weil ich nicht weiß, was dann kommt. Vor ein paar Wochen hatte ich euch dieses Bild erklärt, dass ich mich fühle wie in einem weißen Raum. Und hinter mir ist die Tür zu Finde dein Mama Glück.
Und die war noch so ein Spalt breit offen. Und zum 1. April schließe ich die komplett. Und ich vertraue zu 100% darauf, dass ich dann eine, also da sind jetzt ganz, ganz viele Türen vor mir, dass sich eine dieser Türen öffnet. Und dahinter ist ein schwarzer Raum. Und ich werde dann einfach durch diese Tür durchgehen. Und dann gucke ich mal, was da kommt. Und ich finde es nicht mehr schlimm. Ich finde es aufregend und spannend. Und ich freue mich darauf, was da kommt. Und wenn ich das selber sage, denke ich auch, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber es ist so. Es ist tatsächlich einfach so. Und was ich jetzt gar nicht auf meinem Zettel hatte, was ich euch aber auf jeden Fall erzähle, das wäre spätestens Thema geworden, auch in diesem Monatsrückblick auf meinen Buchkanal. Ich höre vermehrt wieder Podcasts. Ich habe ewig lang keine mehr gehört und gerade höre ich zwei, wo ich tatsächlich, und das habe ich noch nie gemacht, auf die neuen Folgen warte und mich darauf freue, dass der eine am Montag, der andere am Mittwoch, da neue Folgen kommen. Und zwar, was ich montags immer höre, ist Woman Wisdom, der Podcast. Und was ich mittwochs immer höre, ist Spiri Lovers. Und beide Podcasts kann ich euch sehr empfehlen. Bei Woman Wisdom geht es um das Thema Weiblichkeit, gelebte Weiblichkeit im Alltag. Super spannend. Und bei Spiri Lovers, von übrigens Mira aus dem Fliegenden Haus, geht es ganz grob gesagt um Spiritualität, um Liebe und Partnerschaft. Und es ist so toll. Die macht es mit ihrem Partner zusammen. Das ist so unterhaltsam. Die Stunde verfliegt. Ich liebe das total. Also das sind gerade die zwei Podcasts, die ich einmal an dieser Stelle empfehlen möchte, die ich sehr mag. Und ihr könnt mir gerne mal sagen in den Kommentaren, ich komme nämlich jetzt zum Ende, wie euch meine Teestunde gefallen hat. Ob wir das öfter machen wollen. Nummer 1, bitte einmal in die Kommentare. Ja zur Teestunde oder Nein zur Teestunde. Gerne auch Verbesserungsvorschläge oder Ideen. Nummer 2, gibt es Bedarf an einem Q&A-Video? Dann auch einmal gerne, falls ihr konkret Fragen für ein Q&A-Video habt, schreibt die mal unten rein. Wenn es für ein Video reicht, sammle ich die und nehme das auf. Also pausiert am besten und macht erst das, was ich gerade wissen will. Und Punkt Nummer 3. Ich hatte vor einer Weile ein aktuelles Favoritenvideo gedreht. Wollen wir das öfter haben? Und wenn ja, wie oft? Also wie gesagt, auf dem Buchkanal mache ich immer einen Monatsrückblick. Könnte man überlegen, ob man monatliche Favoriten macht und dann so Sachen eben wie Podcasts, Bücher, Leute, denen ich gerne folge, Kurse, die ich gemacht habe, vielleicht auch ganz interessant. Oder wollen wir das so quartalsmäßig machen? Da ich sage, es gibt Frühlingsfavoriten, Sommerfavoriten, Herbst- und Winterfavoriten. Auch dazu sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Weil natürlich mache ich am Ende das, worauf ich Lust habe. Aber schon immer super gerne in Absprache mit euch und auf was ihr so Lust habt. Weil am Ende würde ich die Videos ja nicht mehr drehen, wenn es nur zwei Leute gucken. Deswegen, so riesig sind wir jetzt hier auch noch nicht. Aber trotzdem reicht das für mich, um zu sagen, ich mache das weiter. Das macht mir Spaß. Wenn es nur zwei Leute gucken würden, glaube ich nicht. Aber so, ich mag das einfach. Genau. Und damit komme ich zum Ende dieses Videos, dieser allerersten Teestunde. Und freue mich jetzt sehr darauf, eure Kommentare lesen zu können. Ob wir das hier noch ein zweites Mal machen wollen. Wie es euch gerade so geht. Also was sind gerade die Themen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Was sind gerade die Themen, die euch so im Alltag beschäftigen? Was ist bei euch gerade so los? Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ich habe jetzt noch ein paar kleine To-Dos zu erledigen. Und dann, jetzt werde ich schon wieder aufgeregt, gucke ich das Staffelfinale von Young Royals. Weil ich kann nicht bis abends warten. Nee, das machen wir jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.